Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Wir gehen erstmal schlafen, nämlich gerade mitten in der Nacht. Und dann schauen wir uns mal an, was heute so ansteht. Achso, als allererstes, bevor wir jetzt hier weiterspielen, ich habe nochmal eine Mod ausgetauscht. Oh, das ist ein Zombie. Verbrenne. Ich habe nochmal eine Mod ausgetauscht, nämlich diese Minimap oben rechts. Die sieht jetzt so aus. Leider ist jetzt nichts erkundet, aber das wird jetzt nach und nach dann auch funktionieren, weil beim letzten Mal hat das Ganze irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich glaube, hier können wir jetzt auch Markierung setzen. Home. Enter. Ja, jetzt haben wir hier einen roten Punkt. Perfekt. Sieht man auch auf der Karte. Und diese Map ist ein bisschen simpler, aber funktioniert dafür auch. Und ja, reicht völlig aus für meine Zwecke. Wir haben beim letzten Mal hier diesen Analysator gebaut und unser erstes Fossil bekommen. Nämlich, oder die erste DNA. Confuciusornis DNA. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sieht aus wie ein Tierchen, was fliegen kann. Und genau das werden wir heute ausbrüten oder hoffentlich entwickelt bekommen. Ich baue erstmal dafür ein bisschen Holz ab, weil ich möchte so ein kleines Bruthaus bauen. Aus Holz. Ich weiß auch nicht, ob ich da ein Dach drauf machen muss oder nicht, weil das halt fliegen kann. Ich habe halt keine Ahnung, ob Babys schon wegfliegen. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mal schauen. Geht ja zum Glück relativ schnell hier, die Sachen abzubauen. Wenn das jetzt optisch wahrscheinlich nicht so mega gut aussieht, wenn das... Wohl? Nee, ist nicht das gleiche. Egal. Direkt verbaut, perfekt. Ich baue jetzt wirklich erstmal einfach so stumpf ein kleines Gehege wieder verbaut. Dann haben wir schon mal unser Brutgehege soweit fertig. Ich glaube, das ganze Gras, was hier drin ist, das lassen wir ja erstmal. Weil wenn das ein Pflanzenfresser sein sollte, also hier dieses Wesen, dann kann das natürlich direkt hier das Gras wegpicken. Das haben wir ja schon bei anderen gesehen. Aber bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wie wir das Ganze hier hinbekommen, dass wir das freilassen können. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall dieses Buch brauchen. Haben wir das schon gecraftet? Ich glaube nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein Biofossil und ein Buch. Gut, da müssen wir noch Papier besorgen. Leder haben wir, glaube ich, noch. Das müssten wir eigentlich irgendwo haben. Wir haben doch Kühe geschlachtet eigentlich. Ja, hier ist sogar ein Leder noch. Genau, perfekt. Das heißt, wir müssen noch Zuckerrohr eben suchen. Und dann können wir das Buch herstellen. Und ich weiß auch noch, dass wir eine Peitsche brauchen. Die ist hier. Dafür brauchen wir Fäden. 3 Stück. Die haben wir leider auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal auf die Suche begeben und Zuckerrohr und Fäden sammeln. Für Zuckerrohr macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn ich hier mit dem Boot erstmal das Wasser entlang fahre. Weil ich weiß, dass das immer schön am Ufer wächst, also direkt am Rand, wo Wasser ist. Die Biome an sich weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber damit kenne ich mich allgemein nicht so gut aus. Aber schau mal, ich düse jetzt mal hier ein ganzes Stück entlang. Und dann werden wir hoffentlich was finden. Und diese Fäden, die kriegen wir, glaube ich, nur bei Nacht. Ah, toll, Sackgasse. Von Spinnen. Das heißt, wenn es mal wieder Nacht ist, müssen wir mal nach Spinnen Ausschau halten. Oh Gott, hier ist ein Creeper. Das wollen wir natürlich hier nicht riskieren. Ich bin aber echt froh, dass hier so viel Wasser ist. Dadurch kann man sich super schnell fortbewegen. Oh, hier sind noch Kühe, die nehme ich schnell mit. Wenn wir schon mal hier sind. Sollten wir das auf jeden Fall tun. Hatscher Knopf. So, jetzt schlachten wir die schnell. Kriegen wir nochmal mehr Leder und Fleisch. Können wir immer gebrauchen. Oh, hier sind sogar noch mehr Kühe. Das ist gut. Richtig viele Kühe. Tut mir leid, meine Kleinen. Jede Folge wird hier ordentlich geschlachtet. Aber gehört halt dazu, ne? Sehr schön. Und Zuckerrohr. Oh, perfekt. Wie gut ist das denn? Aber mehr Glück kann man nicht haben. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das reicht sogar schon. Wir brauchen ja sogar die Nacht. Also an sich ist es gar nicht so schlimm.
schaue jetzt gleich mal schnell, bevor die Sonne komplett untergeht, wie wir hier Papier bauen. Für unser Buch. Papier. Oh, wir brauchen drei für drei Papiere. Wie viel brauchen wir? Buch. Nee. Wie hieß denn das? Dino irgendwas, ne? Ah nee, das war ja sogar richtig mit Buch. Ja, wir brauchen drei Papiere, dann passt das doch, oder? Dann sollten wir das eigentlich schon ohne Probleme herstellen können. Schauen wir doch mal. Ich habe dann sogar noch eins zum Anpflanzen zur Not, falls wir nochmal mehr brauchen. Aber ja, das passt, denke ich. Oh, Biofossil haben wir gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch nochmal buddeln gehen. Das müssen wir dann wohl auch noch machen. Nützt nichts. Ich werde jetzt mal ganz kurz, bevor es jetzt hier ganz Nacht ist, noch schnell das eine Ding anpflanzen. Dann können wir uns hier wenigstens immer noch Neues holen. So, hier wächst dann jetzt Zuckerrohr. Und jetzt warten wir mal kurz auf ein paar Spinnen. In der Zeit gehe ich nochmal schnell nach Fossilien graben. Oh, das sind, glaube ich, Fossilien. Ja. Perfekt. Ich hoffe, da kommt jetzt ein Biofossil raus. Es ging schnell. Ich habe nur ein ganz kleines Stück gebuddelt, bis ich die gefunden habe. Aber man muss auch mal Glück haben, ne? Zuckerrohr ging schnell. Fossilien ging schnell. Und vor allem so viele. Oh mein Gott. Das ist ja Wahnsinn. Wir werden aber trotzdem unseren Confucius Sionis, oder wie der hieß, als erstes machen. Auch wenn wir jetzt sogar noch mehrere machen könnten. Aber ich bin da sehr gespannt. Man kann, glaube ich, auch wilde Dinosaurier zähmen. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ich glaube, das geht relativ einfach. Das wäre halt doof, ne, wenn wir dann auf einmal tausende Triceratops haben, weil das so einfach ist. Und jetzt gehen wir auf Spinnenjagd. Ich hoffe, ich finde jetzt hier ein paar. Vielleicht sollten wir uns nochmal schnell, bevor wir das machen, nochmal ein paar Eisensachen gönnen. Was wie ein Eisenschwert wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ah, und noch mehr Rüstung wäre cool, ne? Da kann ich auch mal drauf hinarbeiten, dass wir zumindest eine komplette Eisenrüstung bekommen. Wäre ziemlich praktisch. Weil diese ganzen Steinsachen sind halt wirklich nicht das Wahre. Ich glaube, die werde ich jetzt auch nach und nach mal wegschmeißen aus meinem Inventar. Die Ceratopse schlafen auch schon. Jetzt die Frage, wo sind Spinnen? Wir brauchen Spinnen. Ich habe das Gefühl, dass weniger Mobs spawnen, dadurch, dass hier überall Dinos sind. Oh. Oh, Spinnen. Perfekt. Drei Stück gleich. Vielleicht habe ich ja Glück. Nummer 1 hat, glaube ich, nichts gedroppt. Aua. Aber Nummer 2. Zwei Stück sogar gleich. Perfekt. Zwei Stück. Wir brauchen noch einen. Da ist die dritte Spinne. Das ging jetzt ja zack, zack. Das Kämpfen in Minecraft, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Also seid mir da nicht böse, wenn ich das falsch mache. Aber ihr könnt gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Okay. Unlucky. Kein Drop. Ey. Bruder, beruhig dich. Wie der leuchtet, ey. Der hat richtig Bock hochzugehen. Den haben wir auch. Ach du Schande, das ist genau das, was ich nicht brauche. Und nicht an meinem Haus explodieren, bitte. Das wäre sehr lieb. Nein, beruhig dich. Der hat richtig Bock, aber nein. Oh, ich will hier kein Loch drin haben in der Erde. Rote Augen. Sind das Spinnen? Ja. Perfekt. Ey, wie die klingen. Wenn die so laufen. Und der Faden gedroppt. So muss das sein. Oh, die auch nochmal. Sehr schön. Dann haben wir jetzt genug gejagt. Habe ich jetzt meine Sache wieder aufgehoben? Tatsächlich. Die wollte ich nicht. So, wir gehen direkt schlafen. Dann kümmern wir uns um den weiteren Verlauf. Oh, wie schön die Sonne. Sie geht auf. So muss das sein. So, und jetzt können wir ordentlich craften. Wir haben auch noch hier Eisen, das können wir dann auch gleich machen. Was haben wir denn? Wir haben nur eine Hose. Das heißt, wir könnten uns mal eben einen Brustpanzer noch machen. Und mehr ist eigentlich nicht drin. Wir könnten uns noch eine Axt machen eigentlich. Wenn wir unsere Steinaxt auch loswerden. Ich glaube, die Axt ist auch gar nicht schlecht vom Schaden her. Die macht halt nur keinen Flächenschaden. Wenn ich das richtig weiß. So, jetzt fühle ich mich schon mal sicherer.
Und jetzt können wir einmal das hier machen. Dinopedia. Oh ne, das Buch fehlt noch. Also das hier. Und jetzt das Dinopedia. Sehr gut, damit können wir jetzt einiges an Infos bekommen. Und dann noch die Peitsche. Ah, wieder vertippt, perfekt. Peitsche, können wir auch machen. Die beiden Sachen brauchen wir auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, noch nicht alles. Also wir müssen noch irgendwas rausfinden. Wir müssen halt gucken, wie wir aus dieser DNA dann wirklich ein Ei oder sowas gewinnen. Da habe ich auch keine Ahnung, welches Gerät wir da brauchen. Vielleicht haben wir da auch schon das passende. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Archäologiewerkbank. Nee. Die wird's nicht sein. Der hier auch nicht, oder? Nee. Da irgendein... Ja, das Sieb macht auch keinen Sinn. Das muss noch irgendein Gerät sein von dieser Mod, womit man das macht. Weiß aber nicht mehr welches, ist das Problem. Ich habe mal kurz gegoogelt. Das müsste dieses Gerät sein, was wir brauchen. Kultivierungsbehälter. Teertropfen. Es gibt hier verschiedene Versionen, so wie es aussieht. Entweder brauchen wir Teer. Oder was ist das? Schleimball. Felasaurierfleisch. Warum springt das hier auch so schnell hin und her? Da komme ich ja gar nicht hinterher. Ein Wassereimer, Eisenbarren. Gelbes Glas, hellgrünes Glas. Das heißt, hellgraues Glas, türkises Glas. Oh Gott, das ist ja komplett kompliziert. Aber das heißt, wir brauchen ein bisschen Sand, müssen Glas machen und dann eins dieser Sachen. Felasaurierfleisch, keine Ahnung. Schleimball, das wäre vielleicht noch möglich. Oder dieser Teertropfen. Ich weiß nicht, haben wir den schon vielleicht? Haben wir irgendwas besiegt? Ich meine mich erinnern zu können, dass es diese Teermobs gab, also diese komischen Blobs aus Teer. Die gab es irgendwie. Das weiß ich noch. Gibt es an den Teergruben. Aber sowas haben wir halt noch gar nicht, leider. Bisschen Sand. Wir brauchen aber mehr Sand. Ich gehe mal kurz hier, gucken, ob ich hier noch was finde. Und dann können wir das schon mal so weit brennen. Das wäre ganz gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Glas. Das müssen wir dann aber auch noch irgendwie einfärben. Mit Farbstoff. Ich habe keine Ahnung, wie genau. Aber das lassen wir mal brennen. Und wir machen uns in der Zeit mal auf die Suche nach einer Teergrube, würde ich fast sagen. In welche Richtung gehen wir denn am besten? Hier nach oben, oder? Sieht, glaube ich, ganz gut aus, weil hier ist ein anderes Biom. Also so in diese Richtung würde ich dann sagen, schauen wir erstmal, ob wir da Teer finden. Wir können jetzt übrigens auch mit diesem Buch Infos bekommen über die Tiere. Hier sehen wir dann, was es frisst, das Alter des Tiers und, das Geschlecht. Ungezähmt. Aktueller Auftrag wandern. Das ist sehr praktisch. Das brauchen wir halt auch später, um die kleinen Tierchen dann groß zu ziehen. Deswegen habe ich das schon mal gemacht. Das ist alles kein Teer, das ist alles Wasser. Ich weiß halt auch nicht, auf welchen oder wo es Teer gibt, in welchem Biom. Das ist ein bisschen problematisch. Also wir können hier wirklich nur blind weitersuchen, bis wir was finden. Oh, da ist ein Blob. Oh ja. Das ist ein schwarzer Blob. Aua. Was ist denn jetzt? Ich glaube, ich wurde besudelt von dem Blob. Aber die droppen genau das, was ich brauche. Teertropfen. Perfekt. Ah, sehr schön. Das ging jetzt echt schnell. Hier ist eine Teergrube. Da dürfen wir nicht reinfallen. Das weiß ich noch. Seelensand. Ich würde hier eigentlich gerne... Nee, wir brauchen eigentlich hier nicht mehr. Wir haben das, was wir brauchen. Ich hätte jetzt sonst nochmal einen Eimer Teer mitgenommen. Aber was brauchen wir denn jetzt noch? Wassereimer. Antikes Glas. Glas. Oh, man kann, glaube ich, auch normales Glas nehmen. Ich würde sagen, wir hoppeln mal zurück. Und dann schauen wir mal. Autsch. Hab ich mich erschreckt. Da ging es tief runter. Die Berge sind echt krass hoch. Ist gefährlich, wenn man hier runter muss. Und jetzt können wir mal gucken, was uns so noch fehlt. Gefühlt alles. Also wir brauchen definitiv noch mehr Eisen. Glas sollten wir mittlerweile haben. Aber wir müssen nochmal nach Eisen buddeln, weil wir haben gerade ja alles verschwendet, wenn mich nicht alles täuscht.
Hier ist auch nichts mehr. Nee, kein Eisen. Ja, Glas haben wir. Aber wir müssen nochmal runter und buddeln. Nützt nichts. Wir brauchten einmal einen Eimer und ansonsten noch Barren. Wir müssen aber, glaube ich, den Eimer auffüllen. Mit Wasser. Wo packe ich das denn mal hin? Hier am besten. So, dann haben wir einen Wassereimer. Und jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Außer wir müssen halt das Glas noch einfärben. Das weiß ich nicht. Nee, sieht gut aus. Kultivierungsbehälter. Eieiei, das war jetzt aber auch ein Akt. Oh, wir brauchten nur das Wasser daraus. Das heißt, der Eimer bleibt uns erhalten. Das ist ja super praktisch. Und wie funktioniert das jetzt? Ich muss hier irgendwas reintun, damit das Ganze läuft. Frage ist was? Vielleicht Kohle oder so? Guck mal, Kohle. Das wäre mal ein Versuch wert. Ich glaube, hier hatten wir noch was. Ja, mega viel sogar. Oder Wasser? Kann auch sein. Nee, auch nicht. Okay, Wikipedia hat mir geholfen. Wir brauchen, um das Ganze anzutreiben, Bio-Goo. Ach du Schande. Zombie-Fleisch haben wir noch, verrottetes Fleisch. Weizen haben wir noch nicht. Nautilus-Ei. Alligator-Ei, Störei. Okay, normale Hühnereier gehen auch. Shit. Das heißt, wir brauchen Eier und Kühe brauchen wir auch für Milch. Oh Gott. Okay, das habe ich so nicht in Erinnerung. Also das ist wirklich alles komplizierter, als ich es in Erinnerung habe. Als allererstes kümmern wir uns jetzt mal schnell um Weizen. Weil das geht fix. Da muss man zum Glück nicht so viel für machen. Damit dann hier mal ein paar Kerne oder Körner bekommen. Ein bisschen Weizen würde ich schon gerne anpflanzen. Machen wir auch direkt am Wasser. Geht am schnellsten. Na komm. Gib mir noch ein paar Kerne. Okay, das muss erstmal reichen. 6 Kerne haben wir. Und jetzt brauchen wir einmal so eine Hacke. Da ist die, glaube ich. Hier, so ein Ding ist das. So macht man die. Die brauchen wir nämlich, um das Ganze umzugraben, so ein bisschen. Dann können wir schon mal Weizen anpflanzen. Dann müssen wir uns um die nächsten Probleme kümmern, nämlich Eier und Milch. Dieses verrottete Fleisch haben wir. 3 Stück oder so hatten wir davon noch. So, pflanzen wir mal schnell hier das Zeug an. Perfekt. Sollte Weizen jetzt auch nach und nach wachsen. Wir gehen jetzt schlafen und dann suchen wir Kühe und Hühner. Ich hoffe halt jetzt, wie gesagt, auf die Tiere, die ich euch vorhin gesagt habe. War da nicht ein Tier? Bitte lass es eine Kuh sein. Nee, ist Wasser. Da ist ein Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Könnt ihr bitte Eier legen? Die könnte ich halt auch mitnehmen, ne? So weit ist es nicht. Ich kann mir merken, dass die ungefähr hier sind. Und dann können wir Hühner so ein bisschen züchten. Auf dem Rückweg. Wie das hier aussieht. Aber ich glaube, hier habe ich halt wirklich letztes Mal richtig viele Tiere geschlachtet schon. Wo ich gleich bestraft dafür, dass ich alles in der Umgebung abgeschlachtet habe. Weil ich es dann doch noch brauchte. Versuch mal da hochzukommen. Da vorne scheint aber nochmal Wiese zu sein. Oh, ein Galli. Oh, ich dachte gerade schon. Nicht, dass wir gleich hier noch gefressen werden. So weit von zu Hause entfernt. Wäre nicht so schön. Also ein Galli wäre eigentlich ein perfektes Reittier. Dass wir ein bisschen schneller die Welt erkunden könnten. Noch cooler wäre natürlich ein Flugtier. Ich weiß gar nicht, ob man darauf fliegen kann. Eine gute Frage. Aber hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Hier ist auf jeden Fall noch nicht geplündert. Spitzhacke ist auch fast kaputt. Perfekt. Läuft ja richtig gut heute. Aber das Gute ist, bei dem Mist, dann nehmen wir mal das Bett mit. Wenn es Nacht wird, können wir auch unterwegs jetzt schlafen. Hallo. Hast du was Schönes? Der Trade ist eigentlich gut, ne? Schädelblock. Ich weiß halt nicht, ob diese Schädellaterne als Schädelblock zählt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ah, leider nicht. Egal. Versuch war es wert. Oh, Kühe. Gott sei Dank. Das hat jetzt auch lange gedauert. Oh, richtig viele Kühe. Oh mein Gott.
Okay. Das heißt, soll ich mir hier mal so einen Marker setzen? Das heißt, wenn ich nochmal los will, Kühe, um Kühe zu suchen, dann kann ich hier hinkommen. Bei grün. Das ist perfekt, weil ich habe jetzt keine Lust, die mitzunehmen. Und ich kann es auch gar nicht, weil ich keinen Weizen habe. Ich glaube, die muss man nämlich mit Weizen locken. Aber wir können uns die Milch mitnehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Hühner und Eier. Da hatten wir ja vorhin schon welche gesehen. Oh, ich höre Hühner. Da ist ein Huhn. Oh, ein Stör ist das nur. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ein Hai oder so greift mich an. Vom Stör habe ich keine Angst. Den habe ich schon mal in echt geangelt. Da ist ein Huhn versteckt. Ich meine, ein Huhn können wir halt nicht vermehren. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Wenn das jetzt zwei, dann würde ich die von hier aus mitnehmen. Oh, es ist alles belastend. Müssen wir wirklich ganz da hinten hin, um Hühner zu holen. Es wird auch gefährlich. Und es wird gleich schon wieder Nacht. Oh. Junge. Alter, hast du mich erschreckt. Ich habe mich gerade gefreut, dass hier Kühe sind. Immerhin. Und auf einmal kommt da so ein Para und macht richtig Lärm. Ich dachte, mich greift jetzt sonst was an. Klang so ein bisschen so, als wenn jetzt gleich so die Endboss-Musik angeht. Aber da kann ich auch jetzt nochmal nach Hause gehen. Mir ist gerade mal aufgefallen, man kann hier natürlich auch Störeier und sowas nehmen. Das heißt, wir hätten vielleicht einfach den Stör abrippen müssen. Dann hätten wir unser Ziel erreicht. Das wäre natürlich perfekt gewesen. So ein Mist. Felasaurier. Ich habe keine Ahnung, was ein Felasaurier ist. Werden wir hoffentlich noch irgendwann rausfinden. Dann werde ich aber jetzt nochmal gucken, ob ich im Wasser nicht einen Stör finde. Gucken wir mal am Meer. Und hier sieht man ja gar nichts. Shit. Aber ich habe im Meer auch ein bisschen Angst, dass da was Großes ist. Und ich alles verliere, weil ich habe die DNA und alles dabei. Das Buch, Peitsche, alles. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist Feierabend. Dann war's das. Oh, das ist ein Pteranodon. Oh, wie cool. Zum ersten Mal sehen wir den. Da schwimmt ein Stör, Gott sei Dank. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu schwer zu besiegen. Aber ich meine, wenn wir am Land bleiben oder am Uferrand, dann sollte das eigentlich passen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt angreift. Ja, ist easy. Oh nein. Hoher Kabeljau. Das heißt, er droppt keine Eier. GG. Aber ich habe einen Huhn gehört. Das ist wie das Lonely Huhn von vorhin, ne? Oh, ne, ich höre noch einen Huhn. Okay, es sind zwei Hühner. Komm mit. Wo ist dein Bruder? Da oben. Komm runter. Braucht zwei Hühner. Ja, komm. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe die Schnauze voll. Kommt mit mir mit. Wo ist das andere Huhn jetzt wieder hin? Da. Kommt. Wir gehen jetzt nach Hause. Zusammen. Dann brauche ich nicht mehr suchen. Der Stör hat mich nicht glücklich gemacht. Jetzt müsst ihr das tun. Ist sogar gut so, wenn wir jetzt Hühner haben. Ich habe jetzt auch lange gesucht. Ach, ich bin glücklich. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Ich habe jetzt keine Zeit für diese Geräusche. Was ist das? Oh mein Gott. Ist das creepy gewesen gerade. Als ob irgendwas hier oben in den Bäumen ist oder so. Und mich gleich angereift. Wäre jetzt gutes Timing gewesen. Oh mein Gott, ist das perfektes Timing. Die Sonne geht unter. Wir haben es geschafft. Kommt rein. Macht ein Baby. Hier nicht die Milch ausschütten aus Versehen. Das hat geklappt. Hoffen wir mal, dass am nächsten Morgen hier ein Ei liegt. Schönes Frühstücksei. Ich habe ein Ei, glaube ich, gehört.
Ja, oh mein Gott. Perfekt zum Frühstück. Ach, ihr seid die besten Hühnchen. Ihr seid die besten. Und jetzt können wir das schon machen? Nee, irgendwas fehlt uns. Ich glaube, das hier fehlt uns. Ach, und Weizen. Wir müssen auch gucken, ob unser Weizen fertig ist. Habe ich schon wieder ganz verdrängt. Gucken wir mal. Na, ist es natürlich nicht. Das heißt, wir müssen noch mehr warten. Außer wir machen Knochenmehl. Mit Knochenmehl kann man, glaube ich, das Wachstum beschleunigen. Das heißt, ich nehme schon mal das verrottete Fleisch. Das werden wir brauchen. Und Knochen haben wir ohne Ende. Das heißt, wir können da mal. Das kann man auch zum Handeln benutzen, aber wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Mehl daraus. Und dann können wir uns ein bisschen Abhilfe schaffen, glaube ich. Wachstumsbeschleuniger. Komm schon. Oh, man kann es gar nicht ganz groß machen, oder ist das schon jetzt ausgewachsen? Ich glaube, das ist ausgewachsen. Sieht bei dem Texture-Pack wahrscheinlich anders aus. Ja, perfekt. Da wir brauchen auch erstmal nur einen Weizen, dann passt das. Kannst aber wieder was Neues an. Oh. Jetzt können wir das doch machen, ne? Bio-Go, wir haben es erreicht. Rein damit. Und ich hoffe, das reicht jetzt ein, so ein Ding. Okay, es passiert was. Das dauert nur extrem lang. Ich hoffe mal, dass jetzt das eine Bio-Go ausreicht, damit wir da ein Ei draus bekommen. Wir können jetzt aber nochmal eben gucken in der Zeit, dass wir die Hühner vielleicht doch nochmal woanders hin machen. Ihr geht nämlich jetzt hier rein, während unser Fossil brät. Ich habe leider nur ein Korn. Sieht schlecht. Jetzt lass mich da rein. Lass mich jetzt raus. So, Feierabend. Muss jetzt reichen. Ich gebe euch nochmal Korn. So, ihr kriegt jetzt Fresschen, aber dann ist Ruhe, ja? Verstanden? Oh mein Gott! Die Kultivierung ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was ist das denn? Fehlersaurier! Okay, jetzt wissen wir, was es ist. Es ist einfach ein fehlgeschlagener Saurier. Ach Gott sei Dank ist wenigstens das Ding heile. Oh mein Gott. Danke für nix, ey. Okay, das ist ja ganz schön belastend jetzt. Wie hieß denn das Ding nochmal? Kultivierungsbehälter. Oh, das heißt, wir brauchen nochmal neues Glas und neues. Haben wir das Eisen wiederbekommen, alles drei? Ne, nur eins. Und neues Eisen. Ja, klasse. Weiter geht's. So. Kultivierungsbehälter. Nee, 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 nee. Freundchen, das verschwende ich nicht. Mit Sicherheit nicht. Weil das brauchen wir gleich noch. Oh, dass das dann alles kaputt geht, ist ja echt belastend. Da muss man richtig aufpassen. So, Gott sei Dank ist halt die DNA nicht kaputt gegangen. Da hätte ich mich tot geärgert. Jetzt brauchen wir noch mal was von diesem Bio-Zeug. Das heißt, wir brauchen noch mal Milch. Milch und ein Ei. Rest haben wir. Ei legen hoffentlich die Hühner. Milch kann ich gleich besorgen. Das habe ich mir zum Glück markiert. Oh, die Hühner haben schon Eier gelegt. Das ist ja perfekt. Zwei Stück. Ehre, Hühner, Ehre. So, wir holen schnell Milch. Oh, es wird Nacht. Ich habe jetzt wirklich lange gespielt. Das ist echt krass. Aber gut, wir kriegen jetzt ja vier Stück davon raus. Dadurch, dass wir das Felasaurus-Zeug haben. Ziemlich nice. Und dann schmeißen wir es nochmal an. Und beten. Ich nehme mal lieber das raus. Bevor das nachher auch kaputt geht. Und beten mal, dass es diesmal funktioniert. Oder ist das fehlgeschlagen, weil nicht genug Bio-Goo da war? Das weiß ich nicht. Ich pack mal lieber noch was rein. Nicht, dass das gleich alle ist und das dann kurz vor knapp 4 schlägt, deswegen. Das will ich mal lieber jetzt nicht riskieren. So, es ist kurz davor. Nicht mehr lange. Ich glaube nur noch 2 Ticks oder so. Man sieht das halt auch ganz schlecht. Ah, es ist jetzt voll. Komm schon, gib uns ein Ei. Nicht kaputt gehen. Das wäre jetzt echt belastend, wenn es jetzt kaputt geht nach so langer Wartezeit. Na komm schon.
Gott sei Dank. Kultiviertes Konfuziosorines Ei. Kann es immer noch nicht aussprechen. Aber es hat funktioniert. Auch genau mit einem Biogu. Perfekt. Und dieses Ei, das können wir dann ausbrüten. Aber Leute, da das jetzt alles so lange gedauert hat und ich so viel Zeit und Arbeit investieren musste, werden wir das leider auf die nächste Folge verschieben. Ich denke mal, das könnt ihr ganz gut verstehen. Und ich hoffe, ihr könnt warten, weil dann werden wir endlich, aber jetzt wirklich, unseren ersten Dinosaurier ausbrüten. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft Jurassic World.